Ja, liebe Facebook-Freunde, ich hatsche jetzt... Michael Niavarani schlendert gerade die Innenstadt entlang. Doch ganz plötzlich begegnet ihm der Kanzler. Das gibt es jetzt nicht. Grüß Gott, jetzt muss ich zur Seite schauen. Was ist unser... Herr Bundeskanzler, darf ich Sie... Kennen Sie mich? Ja, selbstverständlich. Ja, es ist meine Freude, Sie kennenzulernen. Es freut mich auch wahnsinnig. Ja. Danke. Entschuldige, dass ich die Ansprache gemacht habe. Sie sind übrigens auf Facebook, stört Sie das? Hallo. Wir sind gemeinsam auf Facebook. Grüß euch. Wissen Sie, was ich über Sie gepostet habe? Ich habe gepostet, Sie sind der beste Politiker, den es in Europa gibt. Ja, Sie haben sich sehr zurückgehalten. Danke. Tut mir leid. Ich müsste euch vorstellen. Nicht persönlich. Störe Sie eh nicht? Nein. Darf ich einen kurzen Kritikpunkt anbringen? Gern, ja. Ganz ehrlich jetzt. Ja. Sie haben keine Experten. Nehmen Sie sich ein Beispiel an den anderen, liebe Facebook-Freunde. Unser jetziger und auch meiner Meinung nach zukünftiger Kanzler hat keine Berater. Sie brauchen mehr so Experten. Brauchen Sie keinen Experten? Ja, jetzt, ich meine, wo Sie sagen, also ich finde schon, also so Experten. Wofür zum Beispiel? Ja, zum Beispiel einen Experten für zu enge Kleidung. Zu enge Kleidung, ein Experte. Ein Experte für zu enge Kleidung. Für zu enge Kleidung. Und da glauben Sie, dass ich... warum, ja. Haben Sie, warum haben Sie eigentlich immer diese... Wieso ist es da so eng eigentlich, Herr Bundeskanzler? Das ist, schau, Sie müssen mehr, ich als Experte für zu enge Kleidung, Sie müssen mehr so... Sie müssen einen Bauch... Wieso haben Sie keinen Bauch? Ja, Backhändl-Friedhof. Backhändl, ja, bei mir. Was heißt Backhändl-Friedhof? Das ist ein ganzes Schlachtfeld. Haben Sie eigentlich ein Maurer-Dekolleté? Oh, wenn ich mich sehr bemühe, vielleicht geht es sich aus. Okay. Ja, ich bin ununterbrochen, sobald ich mich nach vorbeuge. Ja, liebe Facebook-Freunde, entschuldigen Sie, Herr Kanzler, jetzt habe ich Sie aufgehalten. Das war wirklich ein zufälliges Treffen, oder? Sie haben mich nachdenklich gemacht. Wegen Maurer-Dekolleté? Ja. Ja. Wegen Maurer-Dekolleté. Also der Herr Bundeskanzler schaut, dass er noch vor der Wahl bitte irgendwie ein Maurer-Dekolleté zusammenbringt. Was ist die Voraussetzung eigentlich? Für ein Maurer-Dekolleté? Ja. Ein, ich glaube, verzeihen Sie mir, dass ich es so offen sage, aber Sie sind ja Sozialist, ein Murz drum Arsch. Okay. Und da also, kennen Sie ja einige. Entschuldigung. Nein, das stelle ich Ihnen ab. Zufällig oder ein gelungener Coup von Kerns Wahlkampfteam. Witzig ist der Clip allemal. Wir sind einander nie zufällig begegnet. Nie. Wer ist der Mann? Ich habe keine Ahnung. Wer ist er? Auf Wiedersehen. Ja.